Also man könnte buchstäblich jeden hier drin zum Vollzeitler machen. Wir hätten genug Arbeit. Ja. Gut, ich möchte jetzt den Sack zusammenbinden, damit wir nachher diese Konferenz abschließen können. Ich erinnere noch einmal, die Antizensur-Zeitung liegt hinten. Wir sollten 50.000 Stück dabei haben. Ich mache noch auf eine Beilage aufmerksam in dieser Antizensur-Zeitung. Da haben wir die Ansprache von Mahmoud Ahmadinejad. Vielleicht staunt jemand darüber. Ich betone immer wieder, wir sind politisch neutral, wir sind in jeder Hinsicht neutral. Uns geht es nur darum, was geschieht und was nicht geschieht. In den Schweizer Medien wurde dieser Vortrag von Ahmadinejad verteufelt bis zum geht nicht mehr. Also er hat in der Antirassismuskonferenz in Genf gesprochen. Und die Politiker sind ihm alle rausgelaufen, bis auf die Schweizer, die haben das offenbar nicht begriffen, um was da geht. Und die bekamen nachher richtig Schelte über all die Medien. Also es hieß die absolute Hassrede, es war ein Skandal hier in der Schweiz, wirklich. Und meine Kinder schon, die horchten so auf, als sie das hörten, die sagten alle dasselbe, das muss wohl eine interessante Rede gewesen sein. Würde uns mal interessieren, ob der wirklich so eine Hassrede gegen die Juden gehalten hat. Es war mein Wunsch, diese Rede zu bekommen. Und sagen, schreibe, es verging eine Woche, ich weiß nicht wie lang, flatterte die mir ins Haus, und zwar über Recht und Freiheit, über Ernst Inlekofer, ein Kämpfer, der wirklich sich selber nicht geschont hat bis heute. Ich habe die Bewilligung bekommen, die ganze Rede, original, so wie sie in Genf gehalten wurde, abzudrucken und bei der AZZ beizulegen. Und das machen wir nur aus dem einzigen Grund. Nicht, um zu sagen, wir sind für die Moslems oder gegen die Moslems. Wir machen es nur aus einem Grund. Was haben die Medien alle vereint berichtet und was ist tatsächlich gesprochen worden? Es geht nur um das. Was ist Wahrheit? Hier hast du die Wahrheit, hier hast du Wort für Wort eine Rede, und ich sage dir mein persönliches Statement, als direkt Betroffener von rassistischen Problemen, ich wüsste nicht, wie man eine korrektere, liebevollere Rede halten könnte. Es ist eine wunderbare, ausgefeilte Rede mit, so wie ich es empfinde, nicht irgendeinen Ansatz von Hass oder Verurteilung. Es ist ein Aufruf, unter Gott zu kapitulieren, nicht alles selber besser zu wissen, ihn wieder Kopf sein lassen, ist ein Aufruf zur Liebe, der wirklich schließt mit den allerbesten Wünschen und Liebe, so wie wir es heute hier gehört haben. Das nur als kleines Statement, lese es selber und urteilt selber, war es gerechtfertigt, was die Medien da gemacht haben. Ganz gleich, wer er ist, ganz gleich, ob er, ich sag mal sogar, ganz gleich, ob es ein Terrorist ist. Die Frage ist, ist das, was man über ihn berichtet, wahr oder nicht? Können wir den Medien vertrauen oder nicht? Soweit nochmal zu der Antizensur-Zeitung. Ansonsten, was alles wieder gesagt wurde, eine unglaubliche Fülle von Stoff, den wir wieder zu verarbeiten haben. Ich schließe mich in meinem Statement an, was Joe Conrad schon gesagt hat, es ist verschieden heute gefallen, es war heute schon fast eine religiöse Versammlung, wenn man es genau nimmt. Aber ich habe mir denselben Satz mit denselben Worten aufgeschrieben, den ich auf dem Herzen hatte, euch zum Abschied noch zu sagen, weil ich suche auch immer nach Lösungen. Was braucht es denn, um das zu bewältigen? Was braucht es? Was ist der Weg? Eben, ich möchte nicht hier die AZK zur Heilstätte erklären, wo alle Lösungen angeboten werden. Ich möchte nur attestieren, und da sage ich dasselbe wie du, was es hier braucht, um mit diesen Problemen wirklich fertig zu werden. Ich sage es mal heute so. Das sind Menschen mit Gottes Natur. Menschen mit göttlicher Natur. Ich habe mir eins zu eins, kannst du es hier auf meinem Zettel lesen, nicht nachher, sondern vorher aufgeschrieben. Nur gehe ich halt davon aus, Menschen göttlicher Natur sind wir eh alle, aber wir müssen auch noch einen lebendigen Gott haben, der uns dahin bringt. Der muss uns erziehen, ja? Wenn wir schon diese Natur haben, jemand muss uns coachen. Und das ist meine Devise. Ich hätte nicht die Kraft, jemand hat gefragt, woher nehmt ihr die Kraft, das zu machen? Das ist es, ganz einfach, das ist es. Wir wissen, dass wir Menschen
aus Gottes Geschlecht sind, aber wir brauchen auch einen Gott, einen lebendigen Gott, einen personellen, persönlichen Gott, der denkt, der fühlt, der hört, der spricht, der mich als Vater in den Arm nimmt, mit dem ich sprechen kann und ich bekomme Antwort, nicht wie ein toter Götze. Einer, der mich schult und coacht, der uns zusammen zeigt, wie lebt man als Menschheit. Das muss ein Kopf sein, der ist größer als meiner, als unser. Ja? Und das ist das, was ich als Lösung sehe, aber ich möchte nicht mit dem sagen, nun, morgen soll in der Zeitung stehen, aha, das war eine versteckte Evangelisation, das machen die nur, um die Leute hier zu bekehren. Nein, ich sage es euch offen, ihr habt heute die verschiedenen Wege gehört, ihr habt verschiedene Impulse bekommen und wir geben euch total frei, spürt heraus, wo ihr euren Weg seht, um mit diesen Problemen fertig zu werden. Wir kämpfen ja alle um dasselbe. Ja? Ich danke Frau Dr. Raunig-Hilde, dass du da warst. Vielleicht ist es Ihr Weg, der dich angesprochen hat. Ja. Vielleicht ist es Ihr Weg. Was nützt es mir, wenn du zu einem OCG-Weg gehst, wenn du dein Herz bei ihr hast? Kämpfe mit ihr. Joe Conrad, ich danke dir, dass du gekommen bist. Ja. Wenn du nicht mit OCG tanzen willst, wenn du meditieren willst mit Joe Conrad, was soll ich dich zu OCG rufen? Kämpfe mit ihm den guten Kampf. Ich danke Dr. Mutter, dass ihr da war. Es war ein fantastischer Vortrag. Kämpft mit ihm zusammen, wenn ihr spürt, dass ihr zu ihm gehört. Danke, Herr Tolzin, dass ihr da wart. Kämpft mit ihm, wenn ihr euch zu ihm hingezogen fühlt. Und danke auch für all die anderen Referenten. Danke für die Kameraleute, danke für die ganzen Leute, die die Esswaren mitgebracht haben. Danke für die Halle. Wir können hier eine stündige Dankesversammlung noch halten zum Schluss. Mein Anliegen, ich möchte euch etwas sagen, das man an solchen Konferenzen nicht sagt, aber ich sage es trotzdem, wir lieben euch. Wir lieben euch. Ja. Danke, dass ihr gekommen seid. Wenn wir uns wiedersehen, es kann sein, dass wir im Herbst wieder eine ACK haben. Wo, können wir noch nicht sagen. Aber wisst einfach, hier sind jetzt Möglichkeiten, überall anzudocken. Wenn ihr ein OCG-Interesse habt, könnt ihr es auch dahin ins Büchertisch. Wir werden euch unentgeltlich schulen. Wir werden miteinander das Geld überwinden, das Problem der Menschheit schlechthin und werden eine neue Gesellschaft werden. Das weiß ich, dass uns das gelingen wird. Also dann, jetzt kommen noch letzte Anweisungen, technische. Und ich verabschiede mich nochmal mit Dank, dass ihr gekommen seid. Bringt viele andere mit. Und nächstes Mal starten wir den Handschlag-Express. Okay. Oh, jetzt musst du noch. Oh. Halt, ich habe noch was. Etwas ganz Wichtiges vergessen. Die Lois, in einer Stunde für diejenigen, die mal wirklich ein Highlight erleben möchten, möchte ich sagen, das tischt alles ab, was ihr heute erlebt habt. Das eigentliche Highlight kommt noch. Das ist der Abbau hier drin. Weil wir lernen, wie man organisch miteinander arbeitet, kannst du erleben, in welcher Zeit sind wir hier fertig. Das tippst du heute, sie macht jeweils die Diagnosen. Mach mal so eine Tipp. Normalerweise arbeitet man tagelang an diesen Dingen. Es war noch nie so ein großer Abbau, sagt sie. Ich würde sagen, eineinhalb Stunden. In anderthalb Stunden. In anderthalb Stunden ist hier alles abgeräumt, die ganze Bühne, alles, was ihr hier seht, verpackt in Lastwagen und die Stühle alle verräumt, alles wieder erledigt. In anderthalb Stunden. Glaubt jemand das? Okay. Also ihr seid eingeladen. Ihr seid eingeladen. Wirst du die Action leiten? Also es ist wirklich das Highlight, wenn man wissen will, wie man organisch zusammenarbeitet. Meine Tochter Lois wird das Ganze leiten. Eine Stunde nach Schluss jetzt. Eine Stunde. Viertel nach acht. Hier vor der Bühne. Alle, die möchten, können sich hier andocken. Dann bekommt ihr die Action und dann geht was ab hier drin. Das ist wirklich der Hammer. Da hast du einen Schock nachher. Dann klopft dir das Herz mehr als nach den Beiträgen. Also, tschüss.